Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal, ihr müsst ein Challenge-Projekt mit dem Chrissy Shaman und dem Melu. Wow. Servus. Na du Geldscheiße, wie geht's dir? Geldscheiße, warum Geldscheiße? Was hörst du jetzt schon wieder? 3060, Ryzen 9. Achso, das meinst du? Das Spielsektor. Das Spielzeug vor allem noch. Wir kratzen uns hier an den Fingern, dass wir sowas kriegen und er das Spielzeug. Nein, ich weiß nicht. Die Werbung da unten, dass ihr. Wahrscheinlich habt ihr. Wahrscheinlich ist eure Werbung so vierfach so viel wert wie unsere Wetten. Na, ist ja leider eure. Ja. Was verdienst du? Wenn man fragen darf. Über Geld rede ich nicht. Okay. Wie viel machst du denn im Monat? Wie viel machst du mit deinem Shop? Mit meinem Shop, der geht mir nichts an. Hä? Aber es kaufen nur Leute von dir. Ja, da verdiene ich aber nur ein paar Cent. Hä? Wo geht das restliche Geld hin? Keine Ahnung. Hä? Was ist denn das? Du verkaufst ein T-Shirt für 20 Euro, kriegst 20 Cent und fragst dich ja nicht, wo das Geld hinkommt? Hä? Das wird aufgeteilt. Aber wenn du nur ein paar Cent kriegst von 20 Euro, das ist doch keine Aufteilung. Dann kriegt der eine ja 90 und du 10% von dem T-Shirt. Was ist denn das für eine Aufteilung? Warten Sie mal kurz, da reden wir weiter. So, da müssen wir. Ah, na, das war. Ich hasse diese Zaumpfosten, Alter. Und? Was? Was hat sich jetzt ergeben? Bei was? Hier, mit dem Shop. Du wolltest doch sagen, ich soll ich kurz warten. Wo geht denn das restliche Geld hin? Das wird aufgeteilt in Hersteller, dann den Shop. Hey, da muss es in der. Ich bin ehrlich, ich verdiene 7 Euro dann. Von einem T-Shirt, was 20 Euro kostet, oder was? Ja. Ja, passt doch. Ein paar Cent? Ich glaube, das ist eine Aufteilung. Das macht ja keinen Sinn. Aber das sind nur 2 T-Shirts im Monat. Ja, besser als gar nichts, Alter. Jo, so, da müssen wir mal schauen. Hast du schon ein bisschen Werbung geschaltet für deinen Shop? Na. Noch nicht? Die Logos sind ja nicht so geil. Das muss ich noch einmal überarbeiten lassen von einem Grafikdesign. Ah, ich muss mal kurz runter ins Hallo. Jo. So, wo ist denn das jetzt? So, na. Wow. Ey, da unten läuft ein Hund im Melu. Wow. Was heißt denn wow? Warum? Was für ein Hund? Ein Hund. Also wer die Mauer da gemacht hat, der hat geschlagen. Oha. Profi.
Also ich sage, also 90% an deinem Hof da unten stehst. Ich bin gerade da beim Arbeiten. Was machst du da? Also ich habe jetzt gerade da Mist verkauft. Ja. Jetzt bin ich gerade da dabei, meine Sämaschine auszuholen und ansehen zu gehen. Hab gerade früher mit dem neuen Biss, was ich mir gekauft habe, den Stall sauber gemacht. Das war aber außerhalb der Aufnahme, dabei sie essen waren, Herr Kollege. Und ja, jetzt geht's auf jetzt zum Feld ansehen. Dann. Ey, ich kann es nicht oft nur sagen, diese Holland zu gewinnen hat sich so gelohnt, Alter. Der hat bei mir schon so viele Stunden durchgemacht und so viel Arbeit mir jetzt durchgeführt. Ah, ich bin schon so gehypt auf dem Ding. Auf dem 22er. Auf dem Ding. Ich bin auch richtig gehypt auf das Ding. Aufs Ding nicht, auf dem 22er bin ich gehypt. Okay, genau, 22er bin ich gehypt. Ich weiß, was ich gerade eben erfahren habe. Morgen wird schon Burger gemacht, Alter. Wer hat Burger gemacht? Ich mach morgen Burger. Boah, Alter. So ein schönes saftiges Fleisch, Alter. Boah, das ist ja so ein Grill hier, Mann. Mit den Soßen, schön mit Käse drauf. Oh. Wenn dann der Saft so rauskommt aus dem Fleisch. Oh, Alter, Fleisch. Ich weiß es auch noch. Ich hab gerade früher gegessen, aber wenn es um so was Geiles geht, dann hab ich wieder Hunger. Saftiges Fleisch vom Grill. Kannst du bitte jetzt leise sein? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was euer Lieblingsessen ist. Und ja, der Kollege übertreibt. Willst du Deutsch kaufen? Was denn? Deutsch. Na. Der grausige Frontloader Deutsch. Der ist grausig. Lass mal deinen Fuhrpark angucken, das ist grausig. Willst du ihn kaufen oder nicht? Wie viel PS? 20 Platz. 125. Wow, den Dreck muss er kaufen. Der Dreck, Bruder, Junge. Manche an der lecken sich die Finger da dran. Kauf ich ihn halt. Wie viel kostet der? Wie viel ich den verkaufen würde? 27.000. Willst du den Frontaler auch dazu? Was ist das für ein Ding? Deutz! Was für eine AMK3 4-Zylinder? Akkutron. 6-Zylinder. Ja. 6 Zylinder Akkutron. Akkutron 115. Hä, wo ist denn der? Kleintraktoren, ganz hinten. Warten Sie kurz. Ist schon ein bisschen gebraucht, hat 4,4 Stunden TÜV. Ich muss mal den später einmal anschauen. Ja, wenn ich mir fertig mit Mähen bin, wollte ich den entweder verkaufen. Ich komm dann später mal vorbei. Ja. Wenn Sie den kaufen, würden Sie mit Frontlader oder ohne? Ohne, glaube ich. Dann. Warum hat der Frontlader? Ja. Dann wie viel geht in die Schaufleine? Verkaufen die Frontlader. Aber können Sie mir sagen, was Sie da für Schaufel drauf haben? Wie viel Liter in die eine gehen? Warte mal kurz. Zwei Schaufeln gekauft? Ne, ich hab nur eine. Das ist eine CZ Allzweckschaufel, die 3000 Liter rein. Dann bei mal glaube ich das Ganze gesponnen kaufen. Ja, die Schaufel sind aber nicht verbraucht. Aber mit Frontlader. Ja, mit Frontlader. Ich
laufen wir noch bald. Brauche ich. Wie schnell Höchstgeschwindigkeit? Passt. Kauft ihr mir schon den zweiten Traktor ab? Perfekt. Wie viele Traktoren müssen jetzt eigentlich mittlerweile auf dem Hof stehen? Ist so deine oder fünfte so. Oder nicht? Ja. Bruder, du bist ein Junge, Alter. Du brauchst schon 50 Traktoren, Junge. Nutzt du sowieso gerade mal einen davon, oder alle höchstens zwei? Aber hier. Oder für jede Arbeit ein Traktor. Kann man natürlich auch machen. Oder nah verkaufen sie den Traktor? Okay. Der riesen Wald gehört hier zu. Ich kann das nicht machen. Eieiei, was machen sie eigentlich? Unsinn. Was denn? Hafer. Hafer? Verkauft er sich gut oder was? Ja, weil man aus Stroh Strohpellets machen kann. Scheiße, stimmt. Scheiße. Der Typ hat auch schon erfahren vom Eludo. Hä, hey, nein, ich hab früher im Shop gesehen. Wollte ihm eigentlich so ein Press selber kaufen. Ja, ist klar. Dann haben wir da noch ein paar Bahnen, dann sind wir fertig. Ich hoffe, das soll ich nachher zusammengeschwaden. Einmal durch die Mitte durch. So. So was, denn, was machen Sie gerade? Man. Ist das Elu schon bei mir am Hof? Nö, sind wir noch bei mir am Arbeiten. Aha. Was sollen die bei dir machen? Silage verkaufen, meine 500k. Haben die mir schon geschrieben, machen sie nicht. Ja, ja. Ja, ist das so? Ernsthaft jetzt? Hm. Wollen die nicht machen, weil die zuerst bei mir spritzen und ernten. Ja, ja. Weil ich ihn da schon vorher aufgegeben habe. Ist ja, ja logisch. Ja. Du kommst ja vorher dran. Sie haben, wenn der Herr Felix da ist, dann funktioniert das. Ja, da kommen sie aber nicht vor mir dran. Ist ja logisch. Schwitzen ist kein Betex. Nee, Spaß, hast du ehrlich geglaubt? Ich hab nachdem du Silage KG da gemacht hast, Ernten gesagt, weil Spritzen geht nicht mehr. Das ist ein Erntereif, das ist sorry. Also ein kleiner Spaß am Rande muss ja mal sein. Oder Kollege? Jo. Jo. Du kennst doch bestimmt den Matsch-Mod oder den dynamischen Bodenmotor. Real Dings meinst du? Real Dirt oder wie das heißt? Na, wie heißt es? Ja, jetzt ist Rea. Ja, genau. Was singst du, ja? Wo sagen sie zu dem Mod? Weiß ich nicht. Zieht mir ab, so. Zu viel
Ich weiß nicht. Ich bin mit dem fetten Serion auf dem Feld. Was ich gekrubbert habe, habe ich drauf gehabt, bin ich in einem Meter vorangekommen. Geil. Mit dem Serion, Junge, mit Allrad und Differentialsperre drin. Was ist denn das? Der kämpft sich doch da durch. Ich hing da die ganze Zeit fest, kam in einem Meter voran. Geil, geil, geil. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst so gerne ein Like da, schreibt einen netten Kommentar, schaut beim Herrn Kollegen vorbei natürlich und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.